Dankeschön. Ich war wie viele von euch vermutlich jetzt eine ganze Weile zu Hause und oft habe ich das auch gar nicht so sehr bemerkt, weil ich auch gearbeitet habe zu Hause wie vorher und ich habe ein Buch herausgegeben und dann ist es fertig gewesen und dann bin ich in so ein Loch gefallen und habe mich mit Nazis auf Twitter gestritten und das war alles sehr, sehr unangenehm und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen daran gewöhnen, dass es nicht nur Idioten auf dem Planeten gibt und dass überhaupt so viele Leute auf einem Planeten, also hier alle sind und so. Und ich würde gerne, also super gerne einen total positiven Happy Flappy Clappy Text jetzt vortragen. Den habe ich aber leider nicht geschrieben in den letzten Monaten. Deswegen werdet ihr jetzt mit dem zurechtkommen müssen, was ich vortragen möchte. Das Ganze hat mit einem dem vielleicht größten unbeachteten Problem zu tun, das wir gerade haben, nämlich dem Artensterben, das der Weltwirtschaftsrat mittlerweile als größere Bedrohung für die Menschheit ansieht als zum Beispiel einen Atomkrieg, also sowohl wahrscheinlicher als auch ökonomisch und menschlich schädlicher. Das ist ein von dem Klimawandel abgetrenntes, zwar kausal verknüpftes, aber getrennt zu behandelndes Problem, das leider noch überhaupt keine Beachtung erfährt, politisch und gesellschaftlich. Und einem Teil der bedrohten Lebewesen habe ich den folgenden Text gewidmet, der heißt Vögel. Und gleich dem Adler, der in die Flammen stürzte, um die sich die Hirten des Abends geschart hatten. Einen Funkenflug von Federn, Flammen und Geschrei verursachend, sodass die Hirten dachten, ein Engel im brennenden Kleid mit infernalischem Heiligenschein sei in ihre Mitte getreten und verkünde das Heil einer kreischenden Gottheit. So liegt der Anfang jedes Gedichtes verschwommen hinter Bewusstwerdungsvorgängen, grell wie die Morgensonne brennend verborgen und keine Analyse der Asche wird zeigen, kein Stochern in glühenden Resten beweisen, wer aus den Flammen zu uns sprach. Wir hören nur, was wir zu hören belieben. Ich habe ein Gedicht über Vögel geschrieben. Und gleich dem Kaiserpinguin, des Schnabel nie durch Schale stieß, der nie sein weißes Ei verließ, der nie das weite Eis bestieg, weil von seiner Kolonie, von seiner Eltern Brutgebiet kein Zentimeter übrig blieb, das ganze eisbedeckte Land wie über Nacht verschwand, versank, vielleicht mit einem Knacks. So liegt die Zukunft vor uns, gleich dem Spatz, der eine viel zu große Scheibe weißes Toastbrot mit sich über den Hof zog, habe ich mich damit übernommen, über die Macht, die wir in die Hände bekommen haben, zu schreiben. Ich will nicht mit der Feder auf andere zeigen, aber wir können hier oben nicht viel länger bleiben. Wir schreiben Auslöschung, wo wir Unsterblichkeit meinen. Und wir alle rupfen die Wahrheit und wir halten in Händen entzückt die Daunen, die wir ihr dabei entreißen, wie man Himbeeren pflückt. Und die stopfen wir dann in ein Kissen für den Nacken auf dem Flug über Nacht und schlafen so fest auf dem Wissen, dass nichts einen Unterschied macht. Doch all die geschredderten Küken, deren Toten ja einen Namen bekamen, fliegen uns irgendwann um die Ohren und das ist weder Rache noch Scham. Gleich den Zugvögeln, die wir in Scharen zerfetzen in Flugzeugturbinen, bis unsere Flügel uns nicht mehr tragen, bis zum Absturz, den wir verdienen. Ich glaube, wir haben an Höhe verloren. Ich habe ein Gedicht von den Vögeln gestohlen. Und gleich der Schlankschnabelgrackel, gleich dem Ohrbüschelmoho, gleich dem Tavi-Tavi-Laufhühnchen der Inseln Tavi-Tavi und Holo, gleich dem Dodo wird die Erde den Geschmack unserer Füße vergessen. Werden wir nichts als Verwirrung und Wüste hinterlassen, wenn wir Kindern auf einer Wippe gleich, jenseits unserer Kipppunkte leicht, jenseits auch unseres Zenits, bemerken, nicht fliegen zu können. Wir leben in einem Zeitalter der versäumten To-Dos, im Jahr des Purdue-Wunderhuhns, am Tage des totgesagten Phönix, im Moment der gellenden Eieruhr, keine Angst. Wir sind jetzt fast durch. Wir stehen auf Millionen und Abermillionen von Plastikbadeenden, die gelbe, schwimmende Inseln bilden auf dem Ozean von I Don't Give a Duck. Wir stehen von Lava umströmt auf den Felsen des Schicksalsbergs und alle rettenden Adler stürzen ins Feuer. Wir stehen den metallenen Wetterhahn schwingend auf Kirchturmes Spitzen und wurden anscheinend noch nicht von ausreichend Blitzen getroffen. Wir hoffen auf den Spontanausfall jedes Gewitters, sind Spötter der Gnade beleidigter Götter. Wir haben unsere Nester in Brand gesetzt und schreien gen Erde, was tust du jetzt? Ich habe ein Gedicht über Vögel ganz ohne Federn verfasst. Der Mensch ist ein komischer Vogel und er sitzt auf einem ganz dünnen Ast. Ihr habt dieses Lied schon aus so vielen Schnäbeln gehört. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal so richtig beim Sägen gestört. Denn mit den Vögeln, die aus unseren Welten verschwinden,
gleich den Federn, die wir immer seltener finden, gleich dem Dodo, der uns so schwer im Magen liegt, gleich dem Phönix, der Asche des Adlers verblieb, gehen mir die Vergleiche und die Hoffnungen aus. Ich tausche gern jede Lösung gegen meinen Applaus. Danke fürs Zuhören. Alles Gute zum Geburtstag.